Frau Heiduck, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Bürgermeister Olaf Scholz hat die solide Haushaltspolitik ins Zentrum seiner Regierung gestellt. Und gemessen an dieser Herausforderung sind die Feststellungen in diesem Rechnungshofbericht sehr ernüchternd. Und da hilft auch nicht eine laute Stimme, Herr Quast, sondern da hilft eigentlich nur, dass auch der haushaltspolitische Sprecher der Regierungsfraktion sich mit den Rosinen auseinandersetzt, die für Sie vielleicht ein bisschen schwer zu picken sind. Das hätte der Rechnungshof mit seiner Arbeit verdient. Sie machen es sich definitiv viel zu einfach. Und es ist richtig, dass die mittelfristige Konsolidierungsstrategie des Senats gelobt wird und die unterstützen wir auch. Es ist richtig, dass die Konjunkturbereinigung bei den Einnahmen durch diesen Senat konservativ geschätzt wird und da scheuen wir uns auch nicht zu sagen, auch das unterstützen wir. Aber ein Hauptvorwurf beim Haushalt 11/12, auch des Rechnungshofes, nicht nur der Mehrheit der Opposition lautet, dass sie einmalige Ablösungen von Bundesdarlehen und andere Sondereffekte dafür benutzen, die Ausgabengrenze anzuheben. Und der Rechnungshof sagt, wie wir, das darf dauerhaft nicht geschehen, weil das belastet den Haushalt und das verschlechtert das und vergrößert das strukturelle Defizit im Haushalt. Und das müssen Sie schlicht einfach mal verarbeiten und vielleicht auch anerkennen. Und es ist natürlich auch ein wichtiger Hinweis, gerade auch vielleicht vor dem Hintergrund der Debatte, die wir gestern geführt haben, dass der Rechnungshof feststellt, und hier zitiere ich aus Seite 9 zum Thema Schonbereiche, damit sind gerade solche Handlungsfelder zu Schonbereichen erklärt worden, die in der Aufgabenhoheit von Land und Gemeinden liegen, sodass von Bundesgesetzen geprägte Bereiche wie Jugend und Soziales den Konsolidierungsdruck auffangen müssten, obwohl Hamburg hier nur sehr begrenzte Handlungsmöglichkeiten hat. Das ist ein Hinweis, der zeigt, man darf Schonbereiche und Wahlversprechen nicht so breit ausdehnen, dass alle anderen Bereiche an die Wand gedrückt werden durch den Konsolidierungsdruck, der dann noch übrig bleibt in voller Höhe. Und das, was eigentlich das Allerwichtigste ist, das ist ja dann der Blick nach vorne. Der Haushalt 2013/2014 wird zum Haushalt der Wahrheit für diesen SPD-Senat, zum Haushalt der Wahrheit, ob Sie es wirklich ernst meinen mit der Konsolidierung. Und da komme ich nochmal auf diesen Bericht auf Seite 56 zurück. Da spricht der Rechnungshof nämlich über die Finanzplanung, die dieser Senat neu vorgelegt hat. Und da stellt der Rechnungshof fest, dass die Ausgabenlinie im Jahr 2014 300 Millionen nach seiner Rechnung zu hoch ist. Ich erinnere gerne daran, die GAL-Fraktion hat zum Haushalt 2012 mit Deckung 300 Millionen weniger im Haushaltsvolumen beantragt. Sie haben das zurückgewiesen. Was Sie mit sich rumschleppen, ist nämlich eine Finanzplanung im Jahr 2013, 14 und folgende, die nach dem Rechnungshof, das sind nicht meine Zahlen, dazu führen werden, dass im Jahr 2014 das strukturelle Defizit bei 977 Millionen Euro liegen wird. Damit liegt das strukturelle Defizit im Jahr 2014 auf genau derselben Höhe wie im Jahr 2011. Und da müssen Sie mal den Menschen in Hamburg erklären, welche Konsolidierungsleistung hat dann eigentlich die SPD im Jahr 11, 12, 13, 14 vorzuerbringen, wenn Sie diese Legislaturperiode mit demselben strukturellen Defizit abschließen wollen, wie Sie sie angetreten haben. Und das sind die Zahlen aus dem Rechnungshofbericht. Und deswegen sage ich, Sie haben eine ganze Menge Arbeit noch vor sich, Herr Dr. Tschentscher. Wir werden das genau im Blick behalten. Wir werden nicht akzeptieren, wenn Sie alle schwierigen Aufgaben zur Einhaltung einer Schuldenbremse auf die nächste Legislaturperiode verschieben und die absolute Mehrheit der SPD dazu keinen Cent beiträgt. Das kann nicht gehen. Schönen Dank.